Okay, einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend, meine lieben Freunde. Willkommen zurück zu Secret of Mana. Und begrüßen wir zurück wieder mal unseren vertrauten Frame aus den letzten beiden Folgen. Wir müssen nochmal einen Drachenpaar verhauen. Schub du. Schub der Wub den Drachen verhauen. Ja, komm mal her, Alter. Ah. Ja. Ah, ich muss den Weg frei bahnen. Nice. Ich muss Gestrüpp ernten. Ich bin der Held des Manas, nicht der Unkrautvernichter der Welt oder so. Ey. Ja, aber vielleicht ist es ja magisches Unkraut. Oh, das gibt aber keine XP, dann kann es nicht so magisch sein. Punkt für dich. So. Ja, genau. Caste einfach Zauberschild exakt kurz bevor ich mit Rocky irgendwie so auf dich droppen lasse. Steht das da jetzt irgendwo noch, oder? Da oben ist aber. Oh nein. Können wir nicht einfach dran vorbeilaufen? Ja. Ja, tun wir. Ich meine, ich caste trotzdem nochmal einen Rocky. Einfach nur, weil. Fuck you. Sehr gut. Oh. Hallolo. Ja, du bist blau. Ich möchte dich gerne analysieren. Was bist du? Donnerdrache. Der Donnerdrache ist blau. Weil es kann. Argument. Vielleicht sind denn einfach bloß so die Farben ausgegangen. 1200 KP. Sales. Rocky! Cool. Okay. Dann Rocky für den Drachen und Warte. Ich denke hier, Bro. Ja, dann mach mal, damit ich meinen super Charge kill irgendwie kann. Für 3 Millionen Schaden oder so. Ja. Ja, Wichser ist aus dem Bild hier dran. Gib ihm richtig! Jetzt bist du erst auf Steinklinge. Hat die jetzt deinen Angriff unterbrochen? Nein, hat sie nicht. Aber leider standest du irgendwie. Musst du dem auf die Eichel hauen oder was ist mit dem los? Ja, ich kann die Hitbox keine nicht einschätzen von den Viechern. Kopf und Schwanz sehen sehr danach aus. Was ist jetzt los? Aus dem Bild. Wow. Arschloch zu sein. Arschloch zu sein. Ja. Treffen. Wenn Beth richtig aufgestanden ist, dann hau du mal Heilung raus, wenn ich jetzt gerade noch wieder passt. Okay. So, jetzt. So. So. Das ist zwar leider, also es ist zwar schade, dass du das mit dem Schaden unterbrechen musst. Ah, oh, doch, du hast getroffen. Der war halt Stufe 2 oder so. Aber dann ging das schneller, weil ich ja nicht drauf komme, wenn ich selber am Casten bin. Ja. Aber die Dinger machen aber auch. Das Drecksvieh hat mich lieb und ist kaputt. Ich würde sagen, dass die machen aber auch lächerlich wenig Damage. Boss Rush, schön und gut. Wir haben es niemals übertrieben mit dem Training, nein. Überhaupt die nicht. Werden auch, weil es so unglaublich viele Bosse hintereinander sind, werden die definitiv auch nicht so stark sein. Shit Orb. Boomerang Orb, nein. Brauchst kein Schwein. Du bist aber so ein bisschen gierig auf deine Schwert Orbs, seitdem du. Ey, ich habe das halbe, dreiviertel Spiel lang nur rumgestanden und zugeguckt. Während zwei Bitches erstmal mit Mega Mana so alles verprügelt haben, was bei drei nicht auf dem Baum war. Und selbst das. Und ich stand da rum, Peaks, darf ich auch mal warten. Und du hast einfach bloß so Ladebildschirm 1, Ladebildschirm 2, Ladebildschirm 1, Ladebildschirm 2. Ja, das ist schon ein bisschen crazy. Das war schon ekelhaft. Das Spiel ist, was das angeht, sehr, sehr imbalanced. Ach, hier ist also, dass das Mana-Schwert jetzt mal wieder ballern kann. Da unten ist noch so ein blöder Busch. Dass das Mana-Schwert jetzt so langsam mal ballern kann, darf, ist aber auch nur gerechtfertigt, okay. Ja. Hallo, Freunde! Ja, Mann! Jada, jada. Genau. Da, dürfen wir, okay. Hi. Wo sind wir hier? Du bestätigst auch. Ja, ich weiß, aber wo sind wir hier? Der guckt sich um, das geht nicht weiter. Achso, ach krass. Okay. Schaut, Holder!
Ja, dann ja. Lasst uns gucken. Der Mana-Baum! Oh mein Gott, okay. Endlich. Wir haben so viel Samen von dem Ding geschluckt. Jetzt wird es auch mal Zeit, dass wir zum richtigen Stamm kommen. In der Mitte wie so... Mana-Baum. Zwischen zwei blitzähnlichen Flussandeutungen. Endlich sind wir da! Jetzt können wir das Mana-Schwert reaktivieren. Für Zeit. Warum hast du es so eilig? Der Baum ist wunderschön, ja. Was zur fucking Hölle gibt's? Er ist richtig toll, der Baum, ja. So. Spürst du auch diese magische Aura, Blank? Das ist auch wirklich die beiden Mädels so. Ja, die Magie, spürst du sie? Und er steht daneben. Nani? Nicht streiten, wir sind an einem heiligen Ort. Wir Lattens. Gib Mana! Wir haben fast unser Ziel erreicht. Nach einer anstrengenden Reise. Jetzt reaktivieren wir das Schwert, dann zerstören wir die Festung. Guck mal, er redet von seinem Schwert, ne? Auf jeden Fall. So, was ist jetzt los? Was ist daran lustig? Ich will endlich mal mehr Macht in meinem Schwert haben. Es soll groß und stark werden. Darum geht das ganze Spiel. So was gibt's im Internet, Kenji. Ha, jetzt spürt ihr die Macht der Mana-Festung. Lol, what? Sag nicht, dass schon wieder dieser komische Clown, Heini, Furz. Independence Day, Bro! Wie zur Hölle zerstören die... Warum haben wir so lange gespielt, wenn die das nicht von Anfang an machen konnten? Wir hatten keine Lust. Wir haben uns gequält. Und jetzt ist der Baum tot. Das habe ich ehrlich gesagt vergessen. Ich wusste das nicht. Proxy! Hä? Aufwachen, Junge! Nani! Aufwachen, fick dich! Hey, listen! Altes Spiel. Wo sind wir? Wo ist der Mana-Baum? Scheiße. Was? Nein! Alles umsonst! Das war Tantalus! Und jetzt? Wie sie so... Was zur Hölle? Mana-Baum, der spricht jetzt auf einmal. Ja. Proxy. Das ist das Leben. Ich spreche zu dir. Ich, der Mana-Baum. Schon bald verschmelzen alle Monster dieser Welt zu einer riesigen Kreatur. Was zur Hölle? Als wäre sich sowas ausgedacht. Also los, bring mir Gyros. Nur der Mana-Drache kann diese Kreatur vernichten und somit Mana retten. Ist dem so? Ist das unser komischer kleiner Fluffy-Drache oder? Nein. Ist der Mana-Drache noch anders? Eigentlich ist der Mana-Drache scheiße. Eigentlich war die Vorgeschichte ja, dass das Schwert, was wir haben, oder beziehungsweise das Mana-Schwert, zu dem es ja wird, dass der Drache damals damit umgeboxt worden ist. Aber der Mana-Drache ist ebenso gefährlich, weil seine Kraft zu groß ist. Say what? Wenn er diese Kreatur und die Festung vernichtet, ist auch die Welt am Ende. Gut, also spielen wir einfach nicht weiter. Nur du kannst dieses Unheil abwenden, indem du das Mana-Schwert benutzt. Ja, endlich, darauf warte ich ja. Nur du kannst das tun, weil du der Letzte des Mana-Stammes bist. Deshalb bin ich hundertprozentig ein Loser. Ja, das ist jetzt. Eigentlich hätte dein Vater, der Ritter Arion, hier stehen sollen. Arion? Arion der Arier. Mit seiner treuen Blutlinie soll er das Mana retten vor den bösen Kreaturen. Ja, nee, ist klar. Doch Arion ist bei einem Kampf mit dem Imperator ums Leben gekommen. Ja, tja. Es war vor ungefähr 15 Jahren in der Nähe des Quelldorfs. Sag nicht, wir dürfen wieder zum Anfang. Hast du das alles verstanden, Puoxy? Bitte nochmal in Idiotisch. Du meinst, das Gespenst bei der Quelle war mein Vater? Die Sprite von ihm ist ja voll gut. What the fuck, Junge? Das war dieses... Baum? Mind yo! Blue. Dein Vater! Ich war seine... Mama! Was zur Hölle? Ja.
Meine Mutter ist ein Baum und mein Vater ist ein Geist, der einen Baum gefickt hat. True Origin Story. Allzu geil. Wir gehören zum Mana-Stamm. Die Frauen von uns werden zu Bäumen, die unsere Welt beschützen. Die Männer von uns tragen das Mana-Schwert, um gegen das Böse zu kämpfen. Du musst die Festung zerstören. Mana wird immer schwächer. Shit. Nun werde ich die Energie der Mana-Samen auf dein Schwert projizieren. Das ist ein Satz, den ich von meiner Mutter nicht hören wollen würde. Shit. Schwert erreicht Maximum. Oh, crap, Bastards. Oh, boy. Mein Schwert hat sein Maximum erreicht. Ja, Proxy. Er sieht doch echt nicht gut aus gerade. Seine Sprite ist so, hat so einen DuckTales-Schnabel. Ich war wohl keine gute Mutter für dich. Tja, als toter, dummer Baum wohl eher weniger. Ist nicht so gut, ja. Oh Mama. Bist du es wirklich? Gott, der ist echt auf den Kopf gefallen. Prank. Bitte schluck's. Bitte schluck es. Schluck's. Dein Schwert hat schon geschluckt. Reicht jetzt. Es ist auf Maximum. Mama? Mutti? Sprich doch mit mir. Mutti, bitte. Ey, bitte, bitte. Aus. Ende. Funkstille. Gibt keine Alimente mehr. Du hast jetzt dein Maximum-Schwert. Halt die Fresse, sei glücklich. Ey, Alter, meine Mutter. Die Kleine, Alter. Vergiss diesen Baum. Ja nun, wie solche Situationen hast du, wie oft passiert das denn, dass man erfährt, dass die Mutter von jemandem ein Baum ist? Ja, solche Situationen hasse ich. Wie oft passiert das? Sind wir ehrlich. Ja. Okay, lass es uns zu Ende bringen. Check. Ja, und Rechtlose? Weiter? Oh ja. Ich darf meinen Vater und meine Mutter nicht enttäuschen. Alte Socke. Was, sie ist mit Hahn verlobt? Was will die mit dem Typen, die ganze Zeit? Und vor allem, was hat jetzt die Rettung der Welt und seine Familiengeschichte mit ihrer Verlobung mit irgendeinem Heini zu tun? Nein, sie nimmt das halt als Bezug auf Proxy. Ich will dich heiraten, aber ich bin schon einem anderen versprochen. Aber ich renne ja das ganze Spiel Hagen hinterher. Ja. Alle auf ja, den Kram. Fuck yeah! Okay. Warte. Weg! Raus! Du bist jetzt auf. Bleib bei 7. Ich wollte gerade sagen, Schwert Maximum. Ja, wir benutzen die Luft, die Trommel. Es sei denn, hier gibt es vielleicht noch irgendwas Tolles. Ne, kannst knicken. Ja, Horror, die Wahl ist okay. Das heißt. Das heißt erstmal einiges zu verdauen, würde ich sagen. Ja, das heißt, ich habe an der Luft die Trommel vorbeigescrollt. Da war sie doch. Ja, wir können jetzt erstmal. Schmieden gehen, diese Scheiße. Oh yeah. Ich weiß nicht, ob dieses Schwert hat Maximum erreicht, quasi jetzt schon zählt als. Ich würde sagen, das Orb. Hat mehr Angriffskraft. Ne, nicht als Orb, sondern eher als. Die wahre Kraft ist entfesselt und er macht jetzt einfach mehr Schaden. Don't know. Ich meine nämlich, das Schwert kann auf 9 kommen. Sehen wir dann nachher. Auf jeden Fall muss ich leveln. Ja. Vor allem, wenn wir überhaupt nicht fort. Such die Wüste, da ist das am einfachsten. Da, wo man die Leute so schön zusammenschieben kann. Ja. Bitte, ja. Fuß mir wieder steppen wir so auf eine Stadt nach der anderen, nur um festzustellen, dass der scheiß bärtige Dreckswerk da nicht abkackt. Dann solltest du langsam mal die Richtung ändern, ja. Da. Ja, ist gut.
hier schon? Oder? Nee, da. Okay. So. Kiel. Hallo. Hallo, meine fetten Freunde. Na, willst du mir mal ein Schwert schmieden? Ja, das sagt er schon seit 30 Folgen. Whole fucking game. Okay, wir haben ein bisschen Geld. Minimal. Okay, Klaue. Bitteschön. Greifenkralle. Wie es einfach so ein Schlagring ist jetzt. Ok. Aber du willst mich doch ärgern, du machst das Schwert mit Absicht zum Schluss. Ja. Ich hasse dich so sehr. Schleimscheibe. Scheiße. Schleimscheiße. Dornenbumerang. Special Weekend. Satansbogen. Ja, genau. Oh, okay. Hammerpflege. Der. Eben nix. Fuck you. Ist schon Drachenlass. Steinachs. Gewehrenschwert wird zu. Drachentöter. Oh, ist das der Junge? Drachentöter? Ich glaube, es geht höher. Hm, probier mal aus. Also, check mal. Wie viel Attack hat das Ding? Effektiv gegen Drachen. Cool. Das hätten wir brauchen können vorhin, als wir gegen 1000 Drachen gekämpft haben. Du meinst, als wir schon seit Ewigkeiten den Orb hatten, den du nicht einsetzen wolltest? Nein. Nein. Geht niemals. Nicht. Walnüsse. Walnüsse? Ja, wo ist denn der Händler hier? Walnüsse und alles andere. Kaufen. Schandler. Und Weihwasser auf jeden Fall. So langsam aber. King. Langsamer. Oh. Langsamer. Gib mir Reserve. Und er nur so. Jetzt langt's aber. Du hast schon mal einen Durst getrunken, Minion. Noch etwas? Nein! Mehr Platz in den Taschen. Speichern? Speichern. Ne? Jetzt können wir endlich mal eine Folge beenden. Ohne das Waldtor im Hintergrund. Und dann können wir in der nächsten Folge doch tatsächlich die Mana-Festung angehen, meine lieben Leute. Es ist bald soweit. Ich würde sogar behaupten, je nachdem, wie doof wir uns in der Mana-Festung anstellen, könnte das sehr doof die finale Session werden. Habe ich jetzt gespeichert oder nicht? Ja, hast du. Nacht kostet 50. Nein, ich will nicht bleiben, ich will nur speichern. Spielstand speichern. Wir können uns die 50 nicht mehr leisten. Nein, können wir nicht. Okay, cool. Alright, dann tut dem Kanal was Gutes, ne? Liken, abonnieren, kommentieren oder da teilen, das ist ganz wichtig. Das hilft uns sehr. Und wir sind raus für heute. Bye, bye.